PRG ist Teil der Aktion Night of Lights. Wir beleuchten hier den Fernsehturm unter anderem, den Bunker auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg und die Barclaycard Arena. Und wir wollen als einer der führenden Veranstaltungstechnik-Dienstleister in Deutschland mit der gesamten Branche im Schulterschluss auf die dramatische Situation aufmerksam machen. Von der versprochenen Bazooka, die mal angekündigt wurde von Herrn Scholz, mit großen Worten, ist am Ende wenig angekommen. Die Banken geben ganz zögerlich Kredite, weil sie nicht wissen, wann das Geschäft wieder zurück ist und wann Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden können. Viele Unternehmen haben Liquiditätsengpässe. Die Kurzarbeit droht auszulaufen im Februar. Wenn das passiert, droht eine große Insolvenzwelle, weil das Geschäft sicherlich erst Mitte, Ende nächsten Jahres zurückkommen wird. Und entsprechend fordern wir konkrete Unterstützungsmaßnahmen von den politischen Entscheidern und darauf wollen wir aufmerksam machen.